Okay. Oh, zum Glück hat sie mich nicht erwischt. Endlich darf ich dahin, wo ich möchte. Nein! Oh. Ich kann nicht. Oh. Sweetie? Sweetie! Was schreist du denn so rum, Schatz? Sweetie ist weg. Wie? Was ist los? Sweetie ist weg. Mama, was ist los? Schlaf noch, es ist 5 Uhr. Okay. Es ist doch gar nicht 5 Uhr. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Vielleicht die Lage echt sagen? Nein. Wer stört hier meinen Schlaf? Gibt es da etwas, was ich wissen muss? Wie? Regiert hier niemand? Ich bin der Anführer, also geh weg da. Was ist? Sweetie ist weg. Ist weggelaufen oder so. Hey. Was ist, wenn wir sie nicht finden? Oder wenn sie irgendwo im Schnee ist und wir können sie nicht finden? Wir werden sie suchen. Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja. Okay, ja, dann habe ich etwas Falsches gesagt. Gut. Was ist denn da los? Sweetie fehlt anscheinend. Ich habe sie aber auch nicht gesehen. Vielleicht in der Nacht irgendwie weggelaufen. Ja, aber warum? Durch eure Lauten. Was weiß ich, was ihr da erzählt, bin ich gerade aufgewacht. Und ich wegen dir, du Schwachnase. Jetzt sind wir alle aufgewacht. Schönen Dank. Ach, ja, ihr seid echt dumm. Du natürlich nicht, Brownie, aber ne? Was habe ich da bloß gesagt? Natürlich ist er dumm. Was ist hier los? Ich bin Detektive. Leila, komm. Das hilft nicht. Optimus und ich werden sie so noch ein paar an. Ja, gut. Ach so, spinnst du? Komm, wir suchen sie alleine, ohne die Pferde. Vielleicht werden wir sie ja finden. Und was ist, wenn wir sie nicht finden werden? Das kann doch auch immer sein. Ich denke nicht, weil sie bestimmt einfach nur weggelaufen ist und dadurch können wir sie finden. Aber wir müssen doch irgendwie strukturiert sein. Ich meine, es geht ja einfach nur nicht, dass wir irgendwo hier rumlaufen und dann finden wir sie im Anschluss doch nicht. Naja, vielleicht mit Glück. Ich würde eher sagen, nicht mit Glück. Wir müssen da schon einen genauen Plan haben, wo wir hinlaufen und was vielleicht auch die Spuren hinter sein können. Ja, stimmt. Vielleicht hat sie irgendein Motiv, warum sie weggelaufen ist. Oder sie wurde entführt. Das wissen wir doch auch nicht. Stimmt, das kann alles. Ihr wollt doch nicht ernsthaft Sweetie suchen, oder? Was geht euch das an? Nein, natürlich nicht. Wollen wir einen Kaffee bringen, oder was? Natürlich wollen wir sie suchen. Kinder, bitte. Das ist keine einfache Sache. Was ist, wenn ihr vielleicht entführt werdet dabei? Es kann alles passiert sein. Und deshalb solltet ihr gut auf euch aufpassen. Und niemand wird hier jemanden suchen. Entschuldigung. Ja, Mom, das ist so unfair. Genau. Okay. Ihr wisst, wir sind erwachsene Pferde und ihr seid kleine Fohlen. Ihr könnt euch, keine Ahnung, Bein brechen im Wasser oder so. Wir sind schon einiges stärker als ihr. Trotzdem können wir vielleicht... Nein, könnt ihr nicht. Du bist meine Mutter. Und du erlaubst mir das nicht? Nein, gerade deswegen, dass ich deine Mutter bin, erlaube ich dir es nicht. Du bist so unfair. Genug mit dem Theater. Ist jetzt mal. In den Pfützen gibt es einige Gräser. Die könnt ihr euch raussuchen. Das hat sie wirklich gesagt. Ja. Ja, dann mache ich mal was sie sagt. Finden wir ja hier Beweise, ich meine. Wow, es ist echt schon kalt. Ja, was soll's. Ich meine, es muss ja hier irgendwie... schön saftig, Mädels. Mädels? Hallo? Ayla? Princess? Wir sind hier. Ja, Princess, wo seid ihr? Ayla! Wir sind doch hier. Oh, wo seid ihr? Ayla! Princess? Mom, wo seid ihr? Harte Stopp. Wer bist du? Kannst du mich überhaupt sehen? Nein, eben nicht. Okay, vielleicht trinkst du noch mal. Okay, vielleicht. Ich hoffe, ich kann nicht... Ihr seid da. Würden dich niemals einen Stich lassen. Ihr seid wirklich toll. Aber jetzt müssen wir weiter. Aber was ist, wenn sie auch dieses Gras oder das getrunken haben? Ich denke eher nicht. Ich meine, so auf die Idee würde sie, glaube ich, niemals kommen. Stimmt, denke ich auch nicht. Komm, wir suchen sie. Aber sie kann überall sein. Sie kann da, in die Richtung, in alle Richtungen dieser Welt gelaufen sein. So weit kann sie auch nicht gewesen sein. Ich meine... Wir müssen einfach nur irgendwelchen Fußspuren folgen. Es gibt hier Dutzende. Kommst du, Optimus? Natürlich. Optimus und Prime gehen los. Komm, wir suchen mit. Okay, schnell. Dieser Schneemann. Voll eklig. Naja, gar nicht so eklig. Ich meine, verstehst du, was ich meine? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Siehst du diese Fußspuren? Ja, sie muss hier lang gegangen. Schnell. Da liegt sie. Das ist doch nicht dein Ernst.
Sie ist eingefroren. Wie konnte das passieren? Stopp, warte, das sind Prime und Optimus. Was macht ihr da? Warum seid ihr hier? Warum seid ihr hier? Was ist das für eine blöde Frage? Oh, natürlich. Wollten sie auch so. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einem Eisberg liegt. Was? Schnell, wir müssen da sofort hin. Wow. Sieh das? Also, ich meine, natürlich, ja, kann sein, aber... Gott, wie kriegen wir sie da wieder raus? Ist es nicht. Ich probiere mal, den Eisblock hochzuheben. Vielleicht funktioniert das ja. Okay, er ist tatsächlich beweglich, aber nur sehr schwer. Aber nur sehr schwer. Hm, vielen Dank dafür. Es ist schon merkwürdig zu sehen, dass ein Fohlen da drin ist. Was ist, wenn sie tot ist? Was ist, wenn wir sie da nicht rausbekommen? Wir werden sie da schon irgendwie rausbekommen. Nur, naja, wie? Vielleicht gehen wir zur magischen Quelle. Ja, also, die ist nur für wichtige Dinge gedacht. Und deshalb ja. Ich meine, es ist schon wichtig, ein Fohlen, das in Eis ist, aufzutauchen. Hm. Aber man weiß wirklich nicht, ob sie überhaupt überlebt. Das wird sie. Bestimmt. Ich meine, diese magische Quelle kann echt Leben bewirken. Und sie wird bestimmt, ich wette es, sie wird sie wieder heilen. Und hoffentlich. Naja, so ganz sicher sind wir dabei ja noch nicht. Wir hoffen es natürlich, dass es wirklich so ist, wie du es sagst. Okay, die Quelle ist in der Nähe Lailas Palastes. Okay, wir werden da uns hin machen. Aber trotzdem, wir müssen den Eltern das noch sagen. Und außerdem können wir diesen Eisblock nicht alleine tragen. Ich denke, wir brauchen da irgendeine Hilfe. Und genau, und ich weiß genau auch wie. Wir nehmen uns diese Blätter und packen sie um den Eisblock. Dadurch, ja, ziehen wir dann den Eisblock bis zur Quelle und danach, ja, fertig. Wir legen es dann ins Wasser und hoffen, dass sie dann noch lebt. Gute Idee. Ich informiere die anderen. Du bleibst hier, okay? Okay, mache ich. Okay, ich muss jetzt schnell laufen. Da seid ihr! Warte, wo ist Prime? Wo ist Prime und... Ist sie tot? Nein, wir haben sie gefunden in einem Eisblock. Was, in einem Eisblock? Ja, wir versuchen eine Schiene zu basteln. Dadurch können wir es dann tragen und den Eisblock in die magische Quelle tun. Stimmt, da gibt es immer warmes Wasser. Warum können wir uns da eigentlich nie reinlegen? Ich meine, es ist immer schön warm. Es ist nur für wichtige Dinge Zweck. Aha, also ich meine, dass ich nicht erfriere, ist ja auch nicht wichtig. Nein, aber für wirklich wichtige Dinge. Ja. Los, schnell, kommt alle mit. Ein paar von euch kommen mit mir und die anderen gehen schon zur Quelle. Los, wir müssen uns beeilen, sonst wird das nicht. Also, helft uns, bitte. So, Leute, das war die dritte Folge der zweiten Staffel. Und jetzt, morgen werdet ihr dann die andere Folge sehen, weil ich sie schon jetzt vorgedreht habe. Also ich drehe sie jetzt. Wenn ihr das Video seht, dann habe ich das schon gedreht. Also sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüssi.